Hallo und herzlich willkommen bei funkwelle.com. Wir sind heute hier für euch beim Bergheimer Amateurfunkflohmarkt. 2500 Quadratmeter auf zwei Hallen verteilt und über 100 Aussteller. Das gibt's hier zu sehen, also jede Menge. Wir stürzen uns jetzt für euch ins Getümmel und zeigen euch mal, wie ein solcher Amateurfunkflohmarkt aussieht. Der Bergheimer Amateurfunk-Flohmarkt fand am 16. März im Bürgerhaus und der angrenzenden Sporthalle von Quadrat Ichendorf statt. Durchgeführt wurde er bereits zum 32. Mal vom Ortsverband G20 des DARC. Bereits zu früher Morgenstunde hatte man sich dort versammelt, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Ab 7 Uhr konnten dann die rund 100 Aussteller mit dem Aufbau ihrer Stände beginnen. Darunter waren viele altbekannte Gesichter, wie etwa hier Richard Joachimsen von Anjo Antennen. Einige Aussteller waren aber auch zum ersten Mal auf dem Bergheimer Funkmarkt und nahmen dafür auch lange Anreisen, etwa aus Großbritannien, in Kauf. Pünktlich um 9 Uhr vormittags wurden dann die Hallen für reguläre Besucher geöffnet und füllten sich auch recht schnell. An den Ständen gab es alles, was das Funkerherz begehrte. Angefangen von alten Schätzen über neueste High-End-Transceiver bis hin zu günstigen China-Geräten. Am Stand von Garantfunk konnte man sein neu erstandenes Gerät direkt von Fachmann Don Taylor durchmessen lassen. Wer gerne selber noch Hand anlegen wollte, der fand an vielen Ständen auch reichlich Material zum Basteln. Am Ende des Bummelns über den Flohmarkt konnte man es sich dann an der Cafeteria so richtig gut gehen lassen. Dort war auch endlich Gelegenheit zum Fachsimpeln unter Gleichgesinnten oder man ließ wie wir einfach die Impressionen auf sich wirken. Aber es gab noch jede Menge mehr zu sehen, wie etwa einige Vorträge über interessante Themen oder auch Live-Vorführungen wie etwa hier vom neuen Elecraft KX3. Abschließend wollten wir noch vom Bergheimer OVV René Klimkeit wissen, wie es zu dem Flohmarkt kam. Ursprünglich stammt die Idee ja von Jürgen Karnert, DF7KP, der das als Anlass genommen hat, mal für unser Clubhaus entsprechende finanzielle Ressourcen auch ein wenig frei zu machen, damit das Clubleben sich weiterentwickeln kann, Relaisfunkstellen finanziert werden können und ähnliches. Das war der Ursprung eigentlich aus einem Bedarf und dass sich das so entwickelt hat und so eine feste Institution geworden ist, damit hat anfangs sicherlich keiner gerechnet. Bleibt nur die Frage nach dem nächsten Flohmarkt. Normalerweise ist es immer die dritte Woche im März. Es ist so, dass wir momentan drei Termine zur Auswahl haben und sich das wahrscheinlich in den nächsten 8 Wochen entscheiden wird, was ist. So, das war unser Bericht vom 32. Bergheimer Amateurfunk-Flohmarkt. Der Besuch lohnt sich auf jeden Fall für alle, die sich für das Thema Amateurfunk oder Funktechnik interessieren. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Jahr.